Hallöchen, Freunde, ich bin's wieder, eure Fischbulette, und ich begrüße euch recht herzlich zurück zum Tacket Project. Ja, noch spiele ich alleine auf dem Server. Leider, weil Palak LP immer noch Probleme mit dem Internet hat. Ist leider schade. Aber gut, ich denke mal, der wird das dann auch so in den nächsten Wochen irgendwann schaffen. Hallo Skelett. Bam, ich habe keine Angst mehr vor dir. So. Nachladen bitte. Dankeschön. So, ich schmeiß einfach nochmal drei rein. Gucken, die Kohle dürfte eigentlich reichen. Da baue ich mir gleich zwei Spitzhacken draus. Weil mit einer kommt man ja, oder reicht man dann eh nicht lange. Und dann machen wir uns einfach nur eine draus, sobald das hier oben fertig ist. Zwei. Und ich hoffe, das reicht jetzt für das letzte. Oh! Habt ihr das gesehen? Gibt's doch nicht. Ganz knapp. Naja, gut. Müssen wir halt so lange warten. Ist ja auch kein Problem. Derweile könnte ich hier schon mal die Rubinen raushauen. Ja, waren auch plus zwei. Schade, schade. Naja, gut. Geht nun mal nicht anders. So, erstmal mal das nächste Steak hier. Dass unser Leben wieder mal ein bisschen zu sich kommt. Und da lasse ich Ofen und das Ganze hier erstmal stehen. Und hoffe damit erstmal, dass wir das dann wiederfinden, obwohl, wenn nicht, dann ist es ja auch nicht ganz so schlimm. Erstmal gucken, wo wir hier mit unserer Erkundungstour stehen geblieben sind. Und hier holen wir eigentlich schon das Eisen, was wir vor uns geschmolzen haben, holen wir hier schon wieder raus eigentlich. 8 Eisenerz haben wir hier jetzt rausgeholt. Ah, und hier ist Quarz. Dieser Quarzkristall. Der ist gut, den brauche ich. Aber uns fehlen immer noch 2 Diamanten. Da würde ich uns nämlich eine Mining Turtle bauen. Und mit der können wir dann doch ein ganzes bisschen besser an Rohstoffe und so weiter kommen. Das wäre dann... Copper haben wir hier nochmal. Das wäre dann echt nicht schlecht. Weil dann brauchen wir uns hier nicht... Ups. In die Minen stellen und abbauen. Das macht dann für uns die Turtle. Das ist Silber, das ist Tin. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe wir sind. 29 Blöcke sind wir hoch. Okay, mal sehen, ob wir jetzt hier auf 30 gehen. Ja. Also wir müssten noch ein Stückchen runter, dass wir so auf der Diamantenebene sind. Das sind so 7, also so 5 bis 7, findet man eigentlich die meisten Diamanten. Und Kiste wird ja hier keine weiter mehr rumstehen. Gucken wir mal, hier sind wir Höhe 23. Da steht ein Skelett. Das möchte sich gern mit meinem Gewehr duellieren. Oder? Doch nicht? Okay. Es ist verschwunden. 19. Also wir kommen der Diamantenebene so langsam immer näher. Oh. Da ist das Skelett geblieben. Bam. So, gleich mal nachladen. Nein. Nein, 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 nein. Du schmeißt mich mal hier nicht in die Lava. Das mache ich höchstens mit dir. So. Wow. Was greift mich? Scheiße. Scheiße. Alter Schwede. Ein Skelett. Na danke. Guckt mal, ob hier mein Musket noch rumliegt. Ah. Scheißen Drecksen, ey. Gleich mal was zu futtern mitnehmen und dann gehe ich da wieder runter und hol mir mein Zeug. Ist ja zum Glück eine ganze Menge daneben geflogen. Das dazu. Ah, also zurück in die Mine. Ich das Zeug wieder krieg.
wissen ja so ungefähr, wo wir lang gegangen sind. Ach je, Leute, das ist eine Kacke. Da ist man gerade zu einer Mine, freut sich so schön. Wow. So, oh, schön auf Diamantenebene. Und da hat so ein Skelett nichts Besseres zu tun, als in die Lava zu schnicken. Das ist halt, ich finde die Skelette auch so ein bisschen unfair gemacht, weil die spawnen genauso viel, also in derselben Rate, wie Zombies und haben dazu noch eine Feuerwaffe. Ich meine, die Zombies müssen dich ja erstmal anditschen, bis sie die hier irgendwas machen können. Und die schießen einfach munter drauf los. Das finde ich eigentlich ein bisschen gemein. Auch von dir, Zombie. Oh Leute, kommt. Prügelt euch selber hier, aber nie mich. Lauf, 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 lauf. Ja, so. Mal sehen, ob mich hier hinten immer noch einer angreifen will. Ah, das ist alles so kompliziert hier. So unbedingt sehen, dass ich einen anderen Weg dort runter finde. Möglichst nie ganz an den ganzen Viechern vorbei. Das Skelett könnte ja auch nett sein und den Zombie einfach mit anschießen. Aber ich bin hier oben doch so ein bisschen in der Falle. Da ich sehe schon meinen Death Point, der da hinten ist. Oh komm, lass mich in Ruhe. Geh mit deinen Zombie-Kumpels spielen, aber lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan, ja? Ah, das ist gut, wenn die da unten sind, kann ich die schön in Ruhe schlagen. Ich weiß halt nie, ob ich das schaffe, dass ich nach da unten durchkomme. Ich warte jetzt eh erstmal, bis meine Lebensanzeige voll ist und dann probiere ich einfach mal, ob ich da wegkomme. Weil die Zombies sind auch so nervig. Wenn er wenigstens mal unter Wasser bleiben würde, dass er saufen würde und oder im Öl schwimmen würde, gibt es einen frittierten Zombie hier. So, jetzt kann ich ihn hier schön hitten. So, der ist erstmal da eingeklemmt und ich probiere es jetzt einfach mal, ob ich hier durchkomme. Oder ob ich hier überhaupt was sehe. Wow, hier durch das Öl sehe ich gar nichts. Also hier runter komme ich schon mal nicht. Und da lang komme ich auch nicht. Weil da die ganzen Zombies rumhocken. Was, wenn ich hier reinmache? Ja. So, der Vulkan. Wo ist der Death Point? Der ist... Oh, Junge. Kannst du es nicht einfach mal lassen? Jetzt kommen die Viecher mir auch noch hinterher. Ich will nicht mein ganzes Fleisch verlieren, wenn ich hier durch... Ah! Dammit. Fleisch ist auch weg. Material für ein Musket. Hätte ich vielleicht da, wenn ich Papier finden würde. Aber ist jetzt erstmal egal, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und weil hier diese kleinen Mini-Zombies rumrennen. Diese kleinen verkackten Scheiß-Drecksviecher. Komm, geh nach Hause. Geh nach Hause und lass mich in Ruhe. Geh einfach, geh. So, geht doch. Geh nach Hause und deine Mutter ärgern. Kein Respekt, die Viecher hier. So, ich mache mir jetzt erstmal zwei Schwerter und eine Axt, dass ich das hier ein bisschen raushauen kann, da ich hoffentlich in den letzten 5 Minuten für die Folge noch mein Zeug wiederfinde. So. Mal gucken, die Karotten sind schon fertig. Ist hier noch irgendwo eine?
Nee, das braucht noch. Okay, nein, die Karotte setze ich mal hin. Und dann muss ich mich dann halt von Zombiefleisch ernähren. Oder auch gar nicht. Mal sehen, ich darf vor allen Dingen jetzt nicht so viel sprinten. Weil das zieht ja auch eine Menge an Hungerpunkten. Jetzt hoffe ich mal, dass ich bis um das noch schaffe, weil ich erwarte da noch Besuch. Und wollen wir mal hoffen, dass der wenigstens ein, zwei Minuten unpünktlich kommt, dass ich die Folge komplett machen kann. Ansonsten wird die halt 1 oder 2 Minuten ein bisschen kürzer. Hoffe ich mal, dass das auch nicht das große Problem jetzt ist. Für euch. Wenn doch, schreibt es in die Kommentare, dann werden die Videos nur noch 15 Minuten oder länger. So, aber ich muss jetzt auf jeden Fall an mein Zeug rankommen. Wenn ich an den ersten Deathpoint rankommen würde, müsste ich sogar rankommen, hätte ich wieder meine ganze Nahrung da. So, mal sehen, wo ist der? Der ist hier unten um die Ecke. Ach, stimmt ja, das war ja alles hier hinten drinne. Okay, sieht halbwegs ruhig aus. Ja. Gut so. Sind wahrscheinlich dann alle im Wasser hier hinten abgesoffen oder hochgespült worden. So. Jetzt muss ich nach dem zweiten Deathpoint. Der ist ein ganzes Stück unter mir. Hier ist Quarz. Das nehme ich mit. Und ich bin jetzt einfach mal mutig. Ich muss mal gucken. Ich stehe genau drüber. Also ich mache das mal hier mit so 2 Blöcken Abstand. Genau, nämlich deswegen. So. Ich hüpfe einfach mal runter. Autsch! Erstmal was essen hier und das Leben auffüllen lassen. Ah, und da kommt auch natürlich schon ein Zombie. Kusch dich, kusch dich, kusch dich. Kusch dich! Boah. Oh, scheiße. Nein, nein. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet. Der hatte auf seinen Bogen irgendwas draufgehauen. An Verzauberung. So, hier bin ich gestorben, aber es liegt nichts mehr da. Ach, so eine Kacke. Hier lag mein schönes Zeug alles. Alles weg. Aber warum steht hier Crafting Table und Ofen? Ich bin jetzt Höhe 12. Hier könnte man vielleicht schon ein paar Diamanten finden. Aber hier in der Lava ist es mir einfach zu gefährlich. Ja, und das sieht so nach dem Steg aus. Ja, das ist genau das Ding, wo wir in den letzten Spielen mit Basti gekillt worden. Es war genau hier an der Stelle. Und ich brauche eigentlich nur 3 Diamanten, dass ich mir so eine Mining Turtle bauen kann. Und dann können die Monster mich eigentlich alle mal. Weil da gehe ich in mein Haus, baue mir dort wie so ein Tunnel runter und lass einfach für die, für mich, die da alles machen. Und hier genau an der Stelle sind wir gestorben. Also hier war das. Ja. Ah! 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 Sorry, Leute. Aber jetzt wäre mir dasselbe Schicksal gleich nochmal passiert. Okay, das ist echt krank, was hier unten abgeht. Vor allem diese kleinen Zombies, die sind so schnell. Die stehen da einmal hinter dir. Ja, und dann sagen sie dir nur, ha, renn weg. Aber das ist echt komisch. Wenn ich hab ja auch eine ganze Weile oder zock auch nebenbei Vanilla Minecraft. Und da hast du das. Oh, das war sehr knapp. Hast du da nicht so die Massen an Mini-Zombies? Da kannst du mal von Glück reden, wenn du einen siehst. Und das war's für die Folge wieder. Mein Kumpel steht draußen.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.